Es wird noch viel verrückter. Nach den ganzen Sims-News in letzter Zeit gibt's jetzt noch mehr. Und zwar ganze 9 potenzielle Erweiterungsthemen. Wenn es um Sims-Erweiterungen geht, haben die Entwickler in letzter Zeit größtenteils unsere Wünsche umgesetzt. Und mit der neuesten Umfrage direkt von EA an uns Spieler zu 9 potenziellen neuen Erweiterungen könnte das jetzt so weitergehen. Die erste Erweiterung, die hier so ein bisschen beschrieben wird, ist so eine Art Unterwasser- und Stranderweiterung. Tauche ein in eine farbenfrohe Meereswelt voller Spaß und Abenteuer. Erforsche Unterwasserlandschaften, finde verborgene Schätze und treffe verschiedene Meeresbewohner. Baue dein Traumgrundstück am Strand oder auf dem offenen Meer. Reise in einzigartigen Orten in der Nähe des Ozeans, um jede kleine Stadt zu entdecken, die Einheimischen zu treffen und mit Waren zu handeln. Lebe auf Hausbooten, fische von Ruderbooten aus oder erkunde mit U-Booten. Das wäre dann wirklich sehr nah an der Inselleben-Erweiterung dran. Und wenn wir uns mal zurückerinnern, in The Sims 3 gab es diese 2 Erweiterungen in einer. Also ich weiß ja nicht, ob das so sein muss. Jetzt zur zweiten Apokalypsen-Erweiterung. Durchquere eine unbekannte, extreme Umgebung, in der die Zivilisation zusammengebrochen ist. Meistere Anpassungsfähigkeiten, um zu überleben und zu wachsen. Von der Suche nach grundlegenden Ressourcen, um den Bau von Behelfungsunterkünften bis hin zur Schaffung von Häusern für dein Team von Sims, gelange dabei durch zerfallene Strukturen, überwucherte Straßen und versteckte Ecken einer riesigen postapokalyptischen Landschaft. Das Spiel verbindet Erkundungs-, Überlebens- und Strategieelemente, führt exotische Haustiere, eine erweiterte Fischerei und eine Überlebenskünstlerkarriere ein und führt ein dynamisches Ressourcenmanagement auf der Grundlage der Verfügbarkeit ein. Spannende Idee hatten wir in der Sims-Reihe jetzt auch noch nicht so in der Art. Da hätte ich allerdings ein bisschen Angst, dass das Gameplay ein bisschen zu repetitiv wird. Aber es muss schon spannender sein als in Strangerville auf jeden Fall. Die dritte Erweiterung wäre so eine Art Reboot von The Sims Mittelalter. Erlebe die Pracht und das Drama der modernen Monarchie, während du dein Sims-Vermächtnis in einer kulturell reichen Welt aufbaust. Von der Verwaltung von Hochhaussitzen über politische Intrigen bis hin zur Gestaltung luxuriöser Mode und gehobener Wohnkultur, schmiede Allianzen, gehe Rivalitäten ein und gestalte dein Schicksal, während du vom Bürgerlichen zum beliebten Herrscher aufsteigst oder dich durch die Komplexität der königlichen Nachfolge bewegen kannst. Schaffe ein Vermächtnis, das über Generationen hinweg in Erinnerung bleiben wird. Ach ja, ich sehe schon kommen, die Sims werden auch im Mittelalter den ganzen Tag am Laptop rumhängen. Wäre, finde ich, aber mal ganz spannend, mit so einem Sim zu spielen, der wirklich Einfluss hat und dann auch in der Spielwelt irgendwas richtig bewirken kann. Begleite deine Sims bei der Erkundung einer neu entdeckten prähistorischen Landschaft und schließe dich dem explosiven Adventure-Camp in den vielfältigen Küstenregionen von Oceania Shores an. Entdecke seltene prähistorische und marine Fossilien. Gestalte die von dir kuratierten Museen, die Abenteuer und Bildung miteinander verbinden, während du die Besucher inspirierst und Aktivitäten für Kinder entwickelst, die die Bedeutung von Naturschutz und Abenteuerfähigkeiten vermitteln. Klingt für mich irgendwie ganz süß und lieb, aber ich finde, in Form von einem Gameplay-Pack wäre dieser Inhalt vielleicht ein bisschen besser aufgehoben. Erweiterung 5 beschreibt eine Cyberpunk-Welt. Versetze deine Sims in eine pulsierende Cyberpunk-Welt der nahen Zukunft, in der sie eine neonbeleuchtete, düstere Stadt erkunden und die neuesten Sims-Technologien weiterentwickeln können. Von der Verbesserung ihrer Körper mit modernster Cybernetik bis hin zu Annehmlichkeiten für das Haus. Als Menschen- oder Roboter-Sim kannst du in technikorientierte Hobbys und Karrieren eintauchen. Vielleicht geht das vom groben Setting so ein bisschen in die The Sims 3 Into the Future Richtung. Aber es wäre ein bisschen schade, wenn sie die Roboter, die es schon mit an die Uni gibt, dann irgendwie nochmal aufwärmen, oder? Idee 6 lässt das Herz eines Autofreundes höher schlagen. Sims nehmen sich dem Leben auf der Straße an mit einem anpassbaren Reisebus, erkunden malerische Ziele und machen bedeutungsvolle Erfahrungen mit Einheimischen aus verschiedenen Welten und kehre dann in eine Welt zurück, in der Sims davon träumen, sich zur Ruhe zu setzen, den Van zu aktualisieren und die Mechanikerkarriere zu vertiefen. Da habe ich irgendwie die meisten Fragezeichen im Kopf. Kommen damit Autos zurück? Fährt dann der Van, den man erstellt, nicht wirklich? Wie soll das in einer geschlossenen Welt funktionieren? In einer offenen würde es ja irgendwie Sinn machen. Mit der 7. Erweiterung wird es ein bisschen illegaler. Wähle den Weg deiner Sims, werde zu berüchtigten Kriminellen, angesehenen Gesetzeshütern oder irgendwas dazwischen. Kleinere Verbrechen wie Taschendiebstähle für gegrillten Käse können schnell zu hochriskanten Banküberfällen für seltene Juwelen eskalieren. Werden deine Sims als Mafiabosse und Betrüger an die Macht kommen, als Helden im Kampf gegen das Verbrechen für Gerechtigkeit sorgen oder beide Seiten spielen? Ich stelle mir das eigentlich ganz lustig vor, dann mit so einem Polizisten zu spielen, der irgendwie korrupt wird und so.
Aber bei dem Teil mit den Polizisten frage ich mich so ein bisschen, wie das dann im Einklang mit An die Arbeit, wo es ja bereits Polizisten gab, dann funktioniert. Die achte Erweiterung wäre so ein Ferienressort für Kinder. Lass dich auf lebensverändernde Abenteuer ein, bei denen Kinder durch Freizeit- und Erkundungsaktivitäten neue Hobbys entdecken. Gestalte dein eigenes Ferienlager mit Stränden, Seen, Flüssen und Pools, wo Kinder unter der Obhut von Rettungsschwimmern, Betreuern und Babysittern Kontakte knüpfen. Tauche ein in endlose Wasseraktivitäten, decke Campmythen auf, entdecke neue Lebewesen, schließe dauerhafte Freundschaften und entwickle Hobbys. Ich weiß, viele aus der Community wollen unbedingt neue Aktivitäten für Kinder. Das wäre dann die Erweiterung, aber ich frage mich trotzdem, wie oft man die dann so im Alltag benutzen würde. Und mit der Idee 9 geht's zurück in die Vergangenheit. Tauche ein in eine lebendige 80er, 90er Retro-Welt mit belebten Einkaufszentren und freiberuflichen Karrieren. Besuche die Spielhalle, den Comicladen, das Gameboard-Café und den Rahmenladen. Genieße klassische Aktivitäten wie Tischrollenspiele, Festnetztelefone und Rollerblading. Sei Babysitter, trage Zeitung aus oder sei der beliebte Rettungsschwimmer im Schwimmbad der Gemeinde. Interessante Idee, aber auf der anderen Seite könnte ich mir vorstellen, dass man diese Inhalte nicht so oft benutzt. Ich muss sagen, mich hat's echt überrascht, wie kreativ teilweise diese Erweiterungsvorschläge waren. Natürlich, das ist nur eine Umfrage, die Packs werden nicht eins zu eins so erscheinen. Aber ich habe das Gefühl, wir gehen wirklich mehr vom stumpfen Alltagsleben von so einem Sim weg und mehr hin zu so einer Art Special Interest Gameplay irgendwie. Welche Erweiterung davon war euer Favorit? Schreibt mir das gerne unten rein. Und dann sieht man sich bei einem der nächsten Videos hier auf simsblog.de wieder.